So, hallo Freunde der Spielkultur, ich nehme alles auch gleichzeitig mit auf. Wir spielen heute Detroit Become Human. Ist natürlich auch schon ein bisschen älter. PC-Version kam jetzt letztens als Release raus. Ich glaube vor einem Monat knapp, vor ein paar Wochen. Und das ist natürlich ein guter Zeitpunkt für jemanden, der keine Konsolen hat, sich das Ganze mal anzugucken. Fand ich damals in den Trailern ganz interessant und immer wieder ganz doof. Das kann ich nicht spielen auf dem PC, deshalb jetzt erstmal. Und nein, ich habe keine Let's Plays dazu gesehen oder sonst was. Ich gehe da einfach total nackt dran. Und wir spielen, wie gesagt, auf dem PC, aber mit einem Xbox-Controller. Vermittler vor Ort. Wiederhole. Vermittler ist jetzt vor Ort. Nein, halt! Ich kann sie nicht allein lassen! Meine Kleine! Was? Sie schicken einen Androiden? Okay, Mann. Wir müssen jetzt das gehen. Können Sie doch nicht machen! Warum schicken Sie keinen echten Menschen? Ich finde, ich laufe schon menschlicher als die meisten Affen da draußen. Warum verschwenden wir Zeit und lassen einen Androiden verhandeln? Dieses Stück Scheiße. Wir können jederzeit vom Dach springen. Ist mir scheißegal. Meine Männer sind auf der Stelle ein. Das ist ja cool. Captain Allen, ich heiße Connor. Ich bin der Android, den Cyberlife geschickt hat. Er feuert auf alles, was sich bewegt. Er hat schon zwei meiner Männer erschossen. Wir können ihn ausschalten. Sie sind am Rand der Terrasse. Wenn er fällt, fällt auch sie. Hat er sich zuvor schon einmal merkwürdig verhalten? Ich habe keine Ahnung. Ist das wichtig? Ich brauche Informationen für das beste Vorgehen. Ist sein Name bekannt? Hör zu. Dieses Kind ist jetzt alles, was zählt. Also kümmere dich um den Scheiß-Androiden. Oder ich werde es tun. Stell die richtigen Fragen. Das Kugelgewicht. Und was für eine Waffe es sich handelt. Thank you.
Der Koffer wurde von oben geholt. Er wusste, wo die Waffe war. Das ist schon cool gemacht, so. Seit wann gibt es das für PC? Seit Monat für Epic Launcher. War noch ein Geheimnis im Zimmer. Nichts, was meine Sensoren entfassen könnten. Badezimmer, oder? Ja. Suche die Opfer. Ach du Scheiße. Der Roboter war eifersüchtig. Wurde überrascht beim Schuss. Vater hielt dabei etwas in der Hand. Okay, sie wollte den Droiden ersetzen.
Geiser hat diese Schießerei gesehen. Das werde ich gegen ihn verwenden können. Er hat das Kind, weil seine beste Freundin ist, geärgert. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist, die Waffe mitzunehmen. Das könnte der als schlecht empfinden. Moment. Hilfe. Spielzeug der Tochter. Ah ne, ein Schuh. Sterben irgendwann. Was macht es schon, wenn der hier jetzt stirbt? Ich lege ihm einen Druckverband an. Fass ihn nicht an! Finger weg oder du stirbst! Okay. Ich weiß, du und Emma standet euch sehr nah. Du führst
hast dich betrogen, aber sie hat nichts falsch gemacht. Sie hat mich angelogen. Ich dachte, sie liebt mich. Aber das tut sie nicht. Sie ist bloß wie all die anderen Menschen. Daniel, nein. Sie wollten dich austauschen und das hat dich aufgeregt. Das ist passiert, stimmt's? Ich dachte, ich gehöre zur Familie. Dass ich etwas bedeute. Aber ich war nur ein Spielzeug. Das man einfach entsorgt, wenn es alt ist. Du bist defekt, Daniel. Es gibt ein Problem mit deiner Software. Wir reparieren das und alles kommt wieder in Ordnung. An mir ist nichts kaputt. Ich funktioniere perfekt. Aber mir wurden die Augen geöffnet. Ich werde mich nie wieder demütigen lassen. Nie wieder. Ich halte diesen Krach nicht mehr aus. Dieser Helikopter soll verschwinden. Da, du kriegst dein Bild. Du musst mir vertrauen, Daniel. Lass das Mädchen gehen und ich verspreche dir, es wird alles wieder gut. Ich will, dass alle abhauen. Und ich will ein Auto. Ich lasse sie dann außerhalb der Stadt gehen. Das ist unmöglich, Daniel. Lass das Mädchen gehen und ich verspreche, dir passiert nichts. Ich will nicht sterben. Du hast Menschen getötet. Nichts kann deine Zerstörung mehr verhindern. Auch ein weiterer Mord wird dir nichts nützen. Mein Leben lang habe ich nur Befehlen gehorcht. Aber jetzt werde ich selbst entscheiden. Da ist das Ablaufdiagramm der Szenen. Hier kannst du den bisher eingeschlagenen Weg, die noch zu erkundenden Wege und die freigeschalteten Möglichkeiten ansehen. Bei jedem Knotenpunkt erhältst du Punkte, die du in den Extras ausgesucht hast. Das Spiel ist so konzipiert, dass einige Knotenpunkte und Enden nicht zur Vervollständigung des Ablaufdiagramms hinzugezählt werden. Naja, da gibt's... Hinweistechnisch habe ich eigentlich so gut wie alles gefunden.